Nun ja, da ruft man dann auch mal an. Der Nächste, der kommt schon. Ja, das wundert mich nicht, dass sie da solche Probleme haben. Die Telekom, die hat ja an die sowieso schon überlasteten Leitungen vor wenigen Tagen noch zwei Wohnblocks dran gehängt. Diese Missgeburten. Und dann stelle ich mich dann willkommen zu einem weiteren Video. Bevor ich wahrscheinlich gleich eskaliere, will ich noch ein paar Sachen anmerken. Erstens wollte ich mich sehr bedanken für den ganzen Support unter dem letzten Video. Das ist ja wirklich sehr toll angekommen. Und ich wollte auch nochmal die ganzen neuen Zuschauer, die wahrscheinlich vielleicht durch Splash und durch Müsli hier dazugekommen sind, begrüßen. Denn das sollten jetzt doch einige gewesen sein. Deswegen nochmal Hallo an euch. Willkommen auf meinem Kanal. Ansonsten wollte ich euch noch eine kleine andere witzige Story erzählen. Und zwar habe ich gestern mal zum Spaß so ein kleines Zitat auf Twitter gepostet. Ich werde mein Kind Heiko oder Roman nennen. Nun ja, dann habe ich mir noch überlegt, hey, das ist schon ein bisschen eine Verarsche. Soll ich jetzt da die Lochis dazu schreiben oder nicht? Ich weiß ja nicht. Das könnte vielleicht ein bisschen sehr blöd rüberkommen, denen gegenüber. Denke ich mir so, ach, scheiß auf die. Schreibe ich die einfach mal dazu, ne? Ist mir doch egal, was die über mich denken. Wer favorisiert mein Tweet? Wahrscheinlich die Lochis, oder? Okay, dass das nur mal kurz angemerkt wäre. Kommen wir auch schon direkt zum eigentlichen Thema dieses Videos. Ihr denkt euch sicher, Alter, dieser Chris, der ist doch vollkommen bescheuert. Der hat gestern schon wieder kein Video rausgebracht. Warum nicht? Wie vielleicht die Leute, die schon mir auf Twitter folgen, mitbekommen haben. Folgt mir alle auf Twitter übrigens, da kriegt ihr alles mit. Hatte ich einige Probleme mit meinem Internet. Nun ja, alles fing damit an, dass ich am Montag mal was für den nächsten Dienstag, also für gestern sozusagen, etwas aufnehmen wollte. Ich gehe dann also auf TS und denke mir halt nichts Böses. Plötzlich wird mir hier von allen möglichen Leuten gesagt, Alter Chris, du leckst sowas von rum, man kann dich gar nicht verstehen. Dann denke ich mir, ja, woran könnte das wohl liegen? Ich schaue mal so ein bisschen nach, begebe mich ein bisschen auf Fehlersuche, da fällt mir auf, ich habe einfach mal einen Paketverlust von 30%. Das heißt, 30% der ganzen Daten, die von mir aus von meinem Internet gesendet werden, kommen nicht an beim Server. Das könnte natürlich der Grund für meine Lag sein. Naja, also nachdem das Ganze noch ein bisschen weitergegangen ist und auch ein paar Mal dann das Internet abgeschmiert ist komplett und man nichts mehr überhaupt machen konnte und selbst das Telefon lahmgelegt war, habe ich da mal bei dem guten Netzbetreiber angerufen. Die meinten dann so, ja, wir sehen da, dass da irgendwas falsch ist, aber wir können es auch nicht so sagen, warum. Und dann haben die Guten gemeint, ja, sie schauen mal, ob sie da was machen können, aber wird heute wahrscheinlich nichts mehr. Bis zum nächsten Tag hatten wir dann so ab und zu mal Internet, mal wenn es gut gelaufen ist für 5 Minuten, dann wieder mal eine halbe Stunde nicht und dann vielleicht mal wieder für 5 Minuten. Am nächsten Morgen, am Dienstag, stehe ich so auf, denk mir nichts Böses, der Tag hat auch echt gut angefangen, denn plötzlich sehe ich einfach eine SMS von meinem Netzanbieter, die einfach meinen, hey, wir haben es gefixt, läuft jetzt alles wieder. Ich gehe halt dann online und denke mir auch wieder mal nichts Böses natürlich. Ping mal eine Website an zum Test. Google funktioniert perfekt. 100 Pakete gesendet, alle 100 angekommen. Alles super. Nun ja, dann geht man mal genauer ins Internet, schaut mal ein bisschen nach, geht auf die Router-Oberfläche. Was sieht man da? Es ist nur noch die Hälfte der Internetgeschwindigkeit da. Naja, so begeistert war ich davon dann natürlich nicht. Dann ruft man da nochmal an. Hey, was ist jetzt hier los, Alter? Jetzt hat man statt dem gewohnten DSL 12.000 haben wir nur noch die 6K-Leitung. Ihr müsst wissen, ich hatte schon eine ganz schöne lange Zeit, diese 6K-Leitung. Ich hatte viele Monate und habe darüber auch YouTube betrieben und daher wusste ich, was das für ein Horror ist. Mit einer 6K-Leitung, nur mal zum Test für die Leute, die sich da vielleicht nicht so auskennen, das agar.io-Video, was ich vor einigen Tagen hochgeladen habe, das hätte mit einer 6K-Leitung ungefähr 2,5 Stunden zum Hochladen gebraucht und dabei ist das Video gerade mal etwa 7 Minuten lang. Also ruft man da halt mal an, fragt so, hey, was ist jetzt da los? Dann meinen die, ja, können wir leider nichts anders machen. Irgendwie läuft ihre Verbindung instabil, da müssen wir halt dann mal runterdrosseln. Nun ja, nach einigem Hin und Her haben sie dann nochmal gesagt, ja, zum Test stellen sie es vielleicht mal ein bisschen höher wieder, nicht mehr ganz so hoch wie sonst. Das ist dann auch erstmal ganz gut gelaufen, dachte ich erstmal, ja, ist halt jetzt ein bisschen scheiße gelaufen, hat man halt im Downstream vielleicht ungefähr 2K weniger, aber dafür ist wenigstens der Upload ungefähr gleich geblieben. Naja, für ein paar Stunden ist das Ganze dann auch ganz gut gelaufen. Nach ein paar Stunden meinte dann mein liebes Internet, hey Chris, du hattest doch heute so einen tollen Tag, Alter, wir können nochmal wieder abschmieren. Und das Ganze natürlich dann wieder gleich 200 Mal am Stück, so dass man überhaupt nichts mehr machen konnte, nicht mal mehr telefonieren. Dann wieder mal mein Handy gegrabt, bei dem Internetanbieter angerufen. Nun ja, und die meinten dann, ja, dann können wir wirklich nichts machen. Wir stellen mal die Geschwindigkeit wieder runter. Dann dachte ich halt, ach, kacke, Alter, das ist so richtig scheiße jetzt hier. Aber wenigstens habe ich jetzt dann ein funktionierendes Internet mal. Wir können ja irgendwann mal anders schauen. Nee, Chris, falsch gedacht. Jetzt plötzlich bei der langsamen Geschwindigkeit schmiert es auch wieder ab. Nun ja, da ruft man dann auch mal an. Der Nächste, der kommt schon. Ja, das wundert mich nicht, dass sie da solche Probleme haben. Die Telekom, die hat ja an die sowieso schon überlasteten Leitungen vor wenigen Tagen noch 2 Wohnblocks dran gehängt.
Diese Missgeburten. Und bevor ihr sie fragen kommt, nein, ich bin nicht bei der Telekom. Aber immerhin gehört der Telekom noch das Großteil des ganzen deutschen Netzes. Und deswegen hat auch nur die Telekom die Berechtigung, irgendwelche neuen Häuser da anzuhängen. Für die Leute, die es interessiert, ich bin bei einem kleineren, lokaleren Anbieter, der eigentlich so ganz okay ist. Der heißt Mnet. Nun ja, auf jeden Fall, nachdem das ganze Zeug dann wieder mal selbst bei der 6K-Anbindung abgestürzt ist, hat der Typ dann natürlich gesagt, woran könnte das liegen? Schließlich habe ich noch festgestellt, dass vor unserem Router ein sogenannter Splitter noch vorgeschaltet ist und dass die heutigen Router den gar nicht mehr unbedingt brauchen. Den habe ich dann weggenommen. Seitdem läuft es wieder ein bisschen stabiler und die 6K läuft auf jeden Fall. Es könnte auch sein, dass wir wieder irgendwann mal auf so ungefähr 9K hochkommen oder so. Aber auf die ursprüngliche Geschwindigkeit, die ich jetzt ein paar Monate lang hatte und die wirklich eigentlich ganz in Ordnung war für YouTube und so weiter, auf die komme ich wohl wahrscheinlich nie mehr wieder und das ist ein bisschen sehr scheiße. Nun ja, wenigstens meine Upload-Geschwindigkeit ist einigermaßen gleich geblieben. Das heißt, Videos werden nicht viel länger brauchen, um sie hochzuladen. Zumindest, wenn wir dann wieder auf diese 9K kommen. Ich bin zumindest relativ zuversichtlich. Alles andere wäre nämlich sehr, sehr, sehr dumm. Ja, ich würde mal sagen, das war auch die kleine Story. Ist auf jeden Fall richtig geil gelaufen. Waren wirklich zwei wunderbare Tage für mich. Ich würde auch mal sagen, das war's auch schon mit diesem Video. Am Freitag kommt dann wahrscheinlich irgendwas Anständiges. Ich muss mal schauen. Bis dann. Bleibt schleimig und so. Und tschüss.